Ja, hallo liebe Kultinarier da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wurde jetzt schon einige Male gefragt, ob ich nicht mal wieder einen Single Malt Whisky verkosten würde. Und diesem Wunsch komme ich gerne nach. Und dazu habe ich hier hinten schon etwas stehen. Ein Talisker Set, das ich geschenkt bekommen habe mit drei unterschiedlichen Whisky Single Malts aus dem Hause Talisker. Das ist ja die älteste noch produzierende Distillery auf der Isle of Skye, also eine schottische Distillery, die besonders bekannt ist für ihren sogenannten Chili Catch. Also es sind vor allem rauchige Whiskys, stark rauchige Whiskys, und ihnen sagt man eben eine feurige Chili-Note nach. Und da haben wir drei verschiedene, nämlich den Talisker Skye, den Talisker Storm und den Talisker 10 Years Old. Wie viele Brennereien macht ja Talisker auch immer mehr Whiskys, die ohne Reifeangabe herausgebracht werden, also ohne eine gewisse Lagerzeit. Der 10 Years ist also noch einer, wo tatsächlich 10 Jahre gelagert wurde. Es gibt natürlich auch ältere Whiskys, aber immer mehr in dieser Range sind eben jetzt ohne Altersangabe. Die offizielle Begründung der Destillerien ist ja, dass dadurch kann man den genauen Zeitpunkt abpassen, wann das jeweilige Fass oder die jeweilige Fassgruppe ihre perfekte Reife erreicht hat und dann abfüllen. Ich glaube aber eher, dass es auch wirtschaftliche Erwägungen sind. Der Single Malt Whisky erlebt nach wie vor doch einen Boom, vielleicht weniger hier in Europa. Da hat ja der Gin jetzt gerade wieder Hochkonjunktur, aber gerade in Asien und so weiter. Ich streichle hier nur Svea, die ist gerade wieder sehr kuschelbedürftig. Vielleicht steigt sie hoch. Guck mal, komm mal her. Ja, komm mal her. Ah, die Nase habt ihr gesehen. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja. Also ein kurzes Hallo von der Svea. Schwanz war auch im Bild. Ja, zurück zu den wirtschaftlichen Erwägungen. Also der Single Malt hat nach wie vor einen Boom, dem die schottischen Distillerien einfach nicht wirklich nachkommen können. Viele haben einfach in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig produziert, sodass es vor allem an älteren Whiskys fehlt. Und so machen sie aus der Not eine Tugend, bringen Whiskys ohne Altersangabe heraus. Viele sind wirklich super, also um Gottes Willen, ich möchte da nicht sagen, die sind alle schlecht, aber einigen, denen merkt man dann eben schon an, dass sie einfach noch zu jung sind und abgefüllt werden. Jetzt bei so Whiskys wie dem Talisker, da ist das ein kleineres Problem, denn je jünger rauchige Whiskys sind, desto intensiver ist der Rauchgeschmack und überdeckt dann diese metallische Note im eher jungen Destillat, die diese eben noch an sich haben. Allerdings, man muss natürlich das Raucharoma auch mögen. Und es sind dann eben oft Whiskys, die eben außer Rauch nicht viel zu bieten haben. Also erstmal denkt man, wow, und dann ganz oft kommt halt nichts nach. Wenig Süße, das ist dann halt wie ein Obstler, sage ich mal, der ansonsten nicht viel Fassgeschmack und also keine Tiefe hat. Es sind dann oft sehr eindimensionale Whiskys. Aber das nur so mal als kleine Grundlage für vielleicht auch die Einsteiger unter euch, die auch die das gar nicht so bisher bemerkt haben, dass Whiskys oft keine Jahreszahl mehr haben. Früher war ja ein Whisky, der nicht mindestens 12 Jahre gereift war, gar nicht diskutabel. Wobei man natürlich bei Altersangaben auch vorsichtig sein muss. Denn wenn ein Whisky auch 20 Jahre in ausgelutschten, schon 6-mal verwendeten Fässern reift, passiert halt auch nicht mehr viel. Gell? Also das muss man auch sagen. Also Jahreszahlen sind auch nicht alles. So, oh, das ist natürlich so verpackt.
sehr schlecht für Alkoholiker, die kommen dann nicht leicht an ihren Stoff ran. Was mache ich da falsch? Ah, okay. Einfach ziehen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich beginne tatsächlich mit dem Talisker Sky, weil den habe ich auch selber noch nicht probiert. Stelle ich das mal nochmal in den Hintergrund auf meine Arbeitsmappen. Warum ich heute keine Pfeife im Mund habe, ich möchte mir meine Geschmacksknospen nicht überdecken. Hallo Svea? Hallo? Magst du auch einen Whisky? Nein, die möchte nochmal ein Leckerli. Okay, eins gibt's noch. Wenn Halle ein Leckerli bekommt, dann bekommt Hund auch ein Leckerli. Schaut mal, grüß Gott. Ja, genau, grüß Gott. Ein Pfarrerhund, der muss grüß Gott sagen, nicht Pfötchen. So. Und tschüss. Ah, sie bleibt gleich sitzen, könnte ja noch mehr abfallen. So, also der Talisker Sky in der 5 cl Flasche. Ein Foto auch von der Isle of Skye drauf. Isle of Skye, Scotland. Die Distillerie, die liegt ja in den Callan Hills und am Ufer des Loch Harpert, genau. Und ja, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich mache jetzt mal nicht zu viel rein. Knapp 2 cl. Oh, und sofort der Rauch. Sofort. Eine schöne goldene Farbe. Ja, das ist das Glas aus der Classic Malt Selection. Aber die sind, denke ich, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, alle mit Zuckercouleur. Kann eigentlich gar nicht anders sein. Müsste eigentlich draufstehen. Trinken Sie vorsichtig. Ja, steht jetzt nicht direkt sichtbar drauf mit Zuckercouleur. Doch, doch hier. Mit Farbstoff Zuckercouleur. Also, zwar schön golden, aber nicht nachzuvollziehen, wie es tatsächlich aus dem Fass kam. Ja, im ersten Moment, wo ich ihn eingeschenkt habe, starker Rauch, aber wenn man dann mit der Nase dran geht, schön eingebunden, Svea, nicht nerven, Herrchen arbeitet. Ja, die würde gleich schlabbern. Alkoholiker und nein. Also, gar nicht so extrem mehr in der Nase. Eine schöne Süße. Vanille, ich würde fast sogar sagen Honig. Allerdings jetzt kein Waldhonig, also kein starker, sondern auch kein Rapshonig. Der hat ja auch diese extreme Note, sondern Blütenhonig, Frühlingsblüten, ganz zarter Honig. Überall natürlich. So dieser Rauch, aber der eben entgegen dem, was ich vorher gesagt habe, bei extrem jungen rauchigen Whiskys, jetzt probiert sie es von der anderen Seite, bei extrem rauchigen Whiskys, dass dann der Rauch gar nichts durchlässt, das ist hier nicht so. Das spricht dafür, dass der Sky nicht, sage ich mal, nur die vorgeschriebenen 3 Jahre im Fass verbracht hat, sondern durchaus länger und vermutlich auch nicht nur in Refill-Fässern, sondern auch in neuen Fässern.
Wobei neu ja bei Single Malts bedeutet bei Schottischen, dass die halt vorher Portwein oder einen American Whisky oder so hatten. Also jetzt keine frischen Eichenfässer, sondern halt, ich meine, jetzt einmal genutzte im Normalfall und nicht schon 5-6 Mal ausgesaugte Fässer. Ja, also schön, vor allem Süße. Rauch, aber wunderbar eingebunden. Also ich denke auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Artbeg oder einen Laphroaig, der für die zu stark ist, könnten durchaus hier Gefallen finden. Dann werde ich ihn mal versuchen. Slanchima euch allen. Oh. Da kommt jetzt doch tatsächlich wieder Jugend raus. Er ist sehr stark alkoholisch. Auch der Chili Catch sofort zu spüren. Es kribbelt auf der Zunge, wie wenn man, ja, jetzt nicht in eine ganz scharfe Chilischote, aber also eher jetzt, wenn man in eine, wie heißen diese grünen Dinger? In eine Peperoni beißt. So kribbelt es auf der Zunge. Dann der Rauch natürlich. Was ist das für ein Rauch? Also jetzt kein extremer Rauchgeschmack, also tatsächlich sehr torfig, nicht wie ein Lagerfeuer oder ein oder verbrannte Autoreifen, wie man ja manchen Whiskys nachsagt, sondern tatsächlich dieser moorige, torfige Rauch. Er ist nicht, bei weitem nicht so süß, wie er es von der Nase her vermuten lässt. Er hat schon eine Süße, allerdings vor allem eine vanillige Süße. Der Honig ist im Geschmack nahezu nicht vorhanden. Am ehesten noch, würde ich sagen, kommt so Meeresaromen raus, Seetang. Ist jetzt eine Assoziation, wobei man natürlich zu Recht fragen muss, wie soll der Seetang-Geschmack, das gilt ja auch für Salz, wo dann angegeben wird, salziger Geschmack, wie soll der so wirklich in die Fässer reinkommen, die ja auch nicht im Freien liegen, sondern in den Lagerhäusern. Wobei natürlich durch die Luft durchaus Düfte und so weiter Geschmack übertragen wird. Und natürlich das Fass ja auch atmet, also deshalb ja auch der Angel's Share, der dann jedes Jahr einen Verlust an Whisky mit sich bringt. Also durchaus können da externe Aromen eindringen, aber ob die natürlich so viel Gewicht haben, wie man das manchmal zu verschmecken meint, da scheiden sich die Geister. Aber ich, mein Kopf zumindest, assoziiert jetzt tatsächlich so Meeresaromen ein bisschen damit. Aber dieser Torfrauchgeschmack, der bleibt also tatsächlich im Mund. Er ist auch nicht wie Rauchfleisch. Also ich finde zum Beispiel Artbeck hat so für mich so einen Rauchfleischgeschmack oder wie sagt man bei euch, Räucherspeck vielleicht. Aber das ist hier gar nicht. Es ist tatsächlich pur dieser torfige Rauchgeschmack. Also jetzt nicht, wie wenn ich in Torf reinbeiße, obwohl ich das noch nicht gemacht habe, sondern verbranntes Torf. Das habe ich durchaus schon gerochen. Also, er ist aber wirklich gut. Einer geht noch.
jetzt beim dritten Versuch, also beim dritten Mal trinken, wenn die Geschmacksknospen auch den Rauch ein bisschen in den Hintergrund zu drängen vermögen, meine ich doch Anklänge an Honig zu verspüren. Also es bleibt nach wie vor der Rauch, es bleibt diese Meeresaromen, vielleicht auch Heidekraut, aber vor allem Seetang meiner Meinung nach. Es bleibt auch der Vanillegeschmack, aber so eine cremige Süße kommt im Hintergrund. Und da assoziiere ich jetzt damit tatsächlich, ich bleibe beim Blütenhonig vom Geruch, aber eben dieser cremig gerührte oder halt dieser kristallisierte Honig, also nicht der von Langnese, der gar nicht kristallisieren kann, weil zu viele schöne chemische Mittelchen hinzugefügt wurden, sondern ich meine jetzt einen echten Imkerhonig, der dann eben mit der Zeit so weiß cremig wird. Und so ein Mundgefühl macht sich jetzt breit. Aber eben nicht beim ersten, nicht beim zweiten Schluck, sondern erst beim dritten. Also es ist auf jeden Fall ein Whisky, der sich nicht zu verstecken braucht. Es ist jetzt sicher nicht mein Favorit, aber ich bin jetzt sehr angenehm überrascht für das, dass er keine Jahresangabe drauf hat. Ist dieser Talisker Sky wirklich ein solider Einsteiger-Whisky, wenn man bei Single Malts eben sich so ein bisschen durchprobieren möchte, für entweder Whisky-Neulinge oder Neulinge, die sich mal an rauchige Whiskys heranwagen wollen, also oder einfach mal ein rauchiger Whisky ohne besonderen Schnörkel für zwischendurch, für uns Pfeifenraucher zu einem schönen Pfeifchen dazu. Denn da bin ich eh der Meinung, wenn ein Whisky zur Pfeife, dann unbedingt ein rauchiger. Alle anderen haben da meiner Meinung nach keine Chance und sind oft zu schade, um eben zur Pfeife dazugenossen zu werden. Ja, meine Lieben, das war also wieder mal ein Video zum einem Single Malt Whisky, einem schottischen, ich habe doch nur nicht mal 0,2 getrunken, habe aber schon einen Sprachfehler, zu einem schottischen Single Malt Whisky, Talisker Sky. Klare Empfehlung, schöner Whisky, bodenständig, jetzt nicht vielleicht für Weihnachten oder Ostern oder runder Geburtstag, aber für so hin und wieder einen kleinen Schluck durchaus sehr gut geeignet. Meine Lieben, so wünsche ich euch allen alles Gute, Gottes Segen. Das war für heute euer Mann ohne Pfeife.